Suche für deine gemütliche Position und atme erst einmal. Atme in deinen Bauch hinein, spüre, wie du die Luft in dich hineinlässt. Beim Ausatmen lass dir Zeit. Beim nächsten Ausatmen lassen wir das rechte Ohr auf die rechte Schulter sinken. Beim nächsten Ausatmen das linke Ohr auf die linke Schulter. Über die Mitte nehmen wir das Kinn auf die Brust und schauen dann in den Himmel. Aus der geraden Position drehen wir den Kopf nach rechts und über die Mitte wieder nach links. Wir wiederholen das Ganze noch einmal. Eine sanfte, flüssige Bewegungsabfolge von deiner Atmung begleitet. Wir drehen den Kopf wieder nach rechts. Wir drehen ihn nach links. Nächsten Ausatmen. Nehmen wir den Kopf wieder nach rechts mit dem Ohr tief und schieben die linke Hand auf Schulterhöhe zur Seite raus. Linke Ohr auf die linke Schulter, den rechten Arm zur Seite wegstrecken. Wir machen uns rund, ziehen die Schulterblätter auseinander, Kinn geht auf die Brust und dann ziehen wir uns zur Decke hoch. Fass dir ans Handgelenk und zieh dich nach rechts rüber. Beim nächsten Mal geht es nach links. Zieh dich in die Länge. Dann werden wir wieder rund. Der Handrücken führt nach vorne. Wir drehen die Handinnenfläche zum Himmel und strecken die Arme, der Blick folgt unseren Händen. Wir legen uns wieder über die Seite und wechseln. Und wir nehmen beide Arme auf Schulterhöhe, ziehen die Hände flex und schieben den Handballen nach außen. Dort aus machen wir uns rund, Bauchdecke einziehen und wir ziehen die Handinnenfläche wieder von uns weg. Ziehen Sie dann Richtung Himmel, die Wirbelsäule wird lang, der Blick geht hinterher und atme langsam aus, lass die Hände vor dir sinken. Wir nehmen unser rechtes Bein, legen den Fuß in die Ellbogenbeuge und auf der anderen Seite ebenfalls. Den Unterschenkel haben wir also jetzt in unseren Unterarm. Finden deine Hände nicht zusammen, ist es kein Problem. Mit dem Ausatmen zieh dich zur Decke hoch. Wir stellen dann den rechten Fuß über das linke Bein und halten mit dem linken Arm das rechte Bein fest. Hol es uns etwas ran und beim Ausatmen wird die Wirbelsäule lang. Wir überkreuzen unsere gestreckten Arme nach vorne, ziehen uns lang Richtung Himmel, um dann die Arme zu öffnen und uns herumzudrehen. Versuch die Rotation nochmal etwas zu erhöhen, aber nie brutal sein. Beim Ausatmen die Muskeln lösen. Wir nehmen den Unterschenkel zurück in unseren Arm. Bleib hier wieder gerade und je nachdem, wie deine Hüfte das zulässt, ziehst du den Unterschenkel etwas heran. Wir wechseln die Seite. Diese Seite ist bei mir nicht ganz so mobil.
Mit dem Ausatmen hole das Bein etwas heran, bleib in der Wirbelsäule lang. Dann stellst du den linken Fuß über den rechten Oberschenkel und hältst das Bein mit dem rechten Arm fest. Mit dem Ausatmen hole das Bein ein bisschen näher. Achte bitte darauf, dass es angenehm für dich ist. Wir überkreuzen die Arme, ziehen uns zur Decke hoch, um dann die Arme zu öffnen und uns zu dem aufgestellten Bein herumzudrehen. Mit dem Ausatmen nochmal die Rotation erhöhen, etwas hinterherziehen. Jetzt habe ich etwas vergessen. Ich habe jetzt vergessen, das Bein nochmal in den Arm zu nehmen. Nehmt also euren Unterschenkel nochmal ran und holt den etwas näher. Dann setzen wir die Füße in den Schmetterlingssitz. Die Fußsohlen liegen aneinander, die Hände sind hinter deinem Becken, dein Oberkörper ist gerade ausgerichtet. Mit dem Ausatmen drückst du die Beine leicht tief und ziehst die Wirbelsäule in die Länge. Dann schieben wir die Beine in den Langsitz. Die gestreckten geschlossenen Beine sind vor uns und wir ziehen uns zum Himmel rauf, um uns dann weit nach vorne zu legen. Lass hierzu auch deinen Kopf sinken. Mit dem Ausatmen etwas sinken lassen. Zieh dich wieder zur Decke hoch und dreh dich rechts herum. Die linke Hand geht an die rechte Außenseite deines Beines. Der rechte Arm ist weit hinter deinem Körper. Die Wirbelsäule ist lang, die Schultern sind locker. Arme zur Decke hoch. Wieder nach vorne legen und auch hier wieder mit dem Ausatmen etwas sinken. Die Arme wieder zur Decke, mach dich lang und wir drehen uns nach links. Zieh die Arme dann noch einmal lang nach vorne, lass den Oberkörper auf deine Oberschenkel sinken. Willst auch hier in die Länge kommen, ruhig mal etwas nachziehen, aber immer daran denken, gib den Muskeln und den Gelenken eine Chance. Wir richten uns wieder auf, ziehen das linke Bein heran, winkeln es auf den Oberschenkel ab und lassen es leicht sinken. Je nach Hüftmobilität kannst du auch mit der linken Hand auf den Oberschenkel drücken, um ihn tiefer zu bringen. Wir wechseln die Seite. Wir stellen das linke Bein an, fassen an den großen Zeh und den kleinen und strecken das Bein in die Diagonale lang. Das Scharniergelenk bis zum Anschlag nehmen. Wir nehmen nur die rechte Hand an das Bein. Und wir ziehen das linke Bein leicht diagonal nach rechts rüber. Beide Sitzhöcker bleiben auf dem Boden. Wir wechseln die Seite. Erst in die Diagonale, mach den Oberkörper lang. Du übergibst das Bein in die linke Hand und ziehst das gestreckte Bein leicht nach links rüber. Wir lösen die Übung wieder auf. Ziehen beide Knie Richtung Stirn. Die Füße sind vom Boden weg. Die Füße sind parallel zueinander, nicht überkreuzt, bitte daran denken. Wir fassen
lassen dann die Fessel, die Ferse, die Fußspitze, je nachdem, und strecken beide Beine zur Decke hoch. Zieh den Brustkorb gerade, löse dann die Arme und bring dich in den Teaser. Die Arme sind in der Verlängerung deines Oberkörpers. Mach dich wieder klein. So, ich hoffe einfach mal durchzulegen. Das ist ganz gut, was man einfach mal eben auf den Rücken machen kann. Statt mal den Nacken gerade so aufzufegen. Vielleicht einfach mal ein bisschen ausspannen. Ich kann es eigentlich kaum machen, dass ich mich bald wiedersehe. Was ist denn?